Seit fast 5 Jahren praktiziere ich Tai Chi bei einem Meister, der selbst 30 Jahre auf dem Buckel hat und der an einem Ursprungsort gelernt hat. Bei seinem Meister hat er noch die kämpferischen Aspekte mitbekommen und diese gibt er uns stückweise auf unseren Weg weiter. Und ich praktiziere sehr gerne Tai Chi, mache das täglich 3 bis 4 Stunden und dann kommt auch mal zusätzlich 1 bis 1,5 Stunden mein Lauf- und Krafttraining mit dazu. Meine Tai Chi Routine beginnt mit den Dehnübungen. Zuerst statische und dann geht es dann weiter zu den dynamischen Übungen, wie zum Beispiel das die Shaolin Monks machen. Dann kommen die Aufwärmübungen aus dem Qigong. Einerseits, um hier den Atem auch mit auf die Übungen einzustellen und ganz besonders hierbei hilft zum Beispiel die Übung die stehende Säule. Im Anschluss übe ich dann meine speziellen Formen, zum Beispiel die Handform, Partnerform, Kurzstockform oder auch die Säbelform. Hier ist auch wichtig zu erwähnen, dass ich nicht nur die Bewegungsabfolgen abklapper, sondern auch hier mir auch mental gegenüber vorstelle. Hier auch mir vorstelle bildlich, wenn mich jemand angreift, wie ich die Übung machen soll. Hier auch das Prinzip Yin und Yang mit einbette in meinen Bewegungen und auch hier Technik mit berücksichtige. Um das Ganze abzurunden, kommen dann die Iron Fist Übungen mit den Händen, mit den Fingern, mit den Beinen, mit den Füßen. Also sämtliche Körperteile, die ich zum Beispiel auch in der Kampfkunst theoretisch gesehen nutzen könnte. Und dabei nehme ich dann zum Beispiel die Wand, wo ich dann etwas reinschlage oder auch die Kieseltasche. Während den letzten Jahren, wo ich mein Tai Chi praktiziere, hat sich einiges in meinem Leben zum Positiven gewendet. Ich habe sehr viel gelernt und vor allem hat es mir auch die Kampfkunst geholfen, wieder meine Fehler, die ich am Anfang der Rohkost gemacht habe, auszubaden und auch hier wieder zusätzlich schneller an Gesundheit gewinnen konnte. Deshalb mache ich hier die Videos, damit ihr wie ein weiser Mensch von meinen Fehlern beispielsweise lernt. Also was habe ich jetzt speziell von meiner Kampfkunst gelernt? Nummer 1, die Geduld, das Durchhaltevermögen, die Disziplin und auch den Fokus an die Übungen an sich zu halten. Und das ist natürlich dann auch angewendet auf den Alltag. Es ist zum Beispiel wie beim Muskelaufbau. Man meldet sich im Fitnessstudio an, ist super motiviert, da etwas anzufangen, gibt die ersten Wochen richtig viel Gas und dann verläuft sich das Ganze, die Motivation sinkt. Es gibt dann manche Tage, wo man überhaupt gar keine Lust hat, zu viel Stress im Alltag. Da kommt irgendwas dazwischen und irgendwann verläuft sich das Ganze. So. Und auch ich hatte Tage, die nicht optimal waren, beispielsweise mit einer Heilkrise, da wo ich zum Beispiel starke Kopfschmerzen hatte, aber ich dann trotzdem so weit wie es ging irgendwie versucht habe, meine Tai Chi Übungen durchzumachen. Natürlich auch hier dann etwas angepasst, etwas ruhiger und entspannter, was ja auch mit zur Kampfkunst gehört. Sowohl das stark aktive Hineingehen, also Yang-Energie, aber auch hier ein bisschen Ruhe und Entspannung, Yin-Energie, um halt hier auch dem Körper die nötige Erholung zu geben. Und so habe ich es dann auch einfach geschafft, wenn ich zum Beispiel nicht so ganz motiviert war, dass ich halt einfach geschaut habe, komm, dann machst du halt nicht ganz so anspruchsvoll, sondern machst halt ein bisschen ruhiger, entspannter und versuchst halt dich halt mehr hier auf das Yin- und Yang-Prinzip zu fokussieren, anstelle auf die Technik. Zweiter Punkt ist die Gelassenheit, die Ruhe und die Sachen auch neutral zu betrachten. Das habe ich in den letzten Jahren sehr oft festgestellt, wenn ich mit den Leuten über speziellen Themen auch rede, beispielsweise jetzt hier auf YouTube über Permakultur oder auch über die Gesundheit, über Vegan, über Politik und so weiter, auch über Wirtschaft, dass dann sehr schnell dazu kommt, dass die Leute eine kognitive Dissonanz bekommen, weil sie vielleicht die Sachen, die ich ihnen erzähle, noch nie gehört haben, es nicht einordnen können. Dann werden sie sauer, werden sie emotional, weil ich ihr Weltbild so kaputt mache und dann fängt es dann an, dass sie halt, wie gesagt, wütend werden, in Streitereien kommen und mir dann zum Beispiel böse werden. Was? Böses? Böses? In solchen Situationen versuche ich natürlich ruhig und gelassen zu bleiben, um mich nicht auf dieses Drama einzulassen. Ich versuche mich natürlich auch in den Menschen hineinzuversetzen, ihn zu verstehen und auch eine gewisse Empathie zu empfinden, damit ich halt hier weiter die Konversation fortführen kann und es nicht weiter eskaliert. Und wenn es dann wirklich gar keinen Wert hat und wir nicht auf den grünen Zweig kommen, dann ziehe ich mich einfach zurück und lasse halt die Menschen einfach stehen. Dann sind sie halt in dem Moment nicht bereit, konstruktiv zu reden und das führt einfach nur zunächst bei einer Energieverschwendung. Eine gute Beobachtungsgabe und vorher auch spüren, über welche Themen man mit seinem Gegenüber sprechen kann, ist auch sehr von Vorteil, um halt es nicht eskalieren zu lassen. Deshalb macht man sich erstmal vorher Gedanken, was kann ich zu meinem Gegenüber sagen und was kann ich nicht sagen, ohne dass er jetzt wütend wird. Was? Schrei ich? Oder schrei ich nicht? Und falls mal unschöne Worte fallen gegenüber mir zum Beispiel, dann einfach nicht drauf reagieren, sich nicht triggern lassen und so halt nicht seine Eigenverantwortung bzw. auch seine Macht dem Gegenüber geben. Mit Hilfe der Kampfkunst konnte ich auch üben, meinen Fokus zu halten bzw. auch leichter in den Fluss zu kommen. Bei den Übungen ist es halt so, dass man halt zum Beispiel sehr auf seinem Atem fokussiert sind, zum Beispiel
bei den Qigong-Übungen, dass man halt dann immer einatmet und ausatmet, und wenn man das halt macht, dann ist man sofort im Körper mit drin, da ist man anwesend und ist auch nicht dementsprechend abgelenkt. Und die Qigong-Übungen sind ja die Grundlagen für dann die fortfolgende meditative Bewegung in der Kampfkunst. Und da ist es auch sehr wichtig, überall anwesend zu sein, weil wenn man zum Beispiel die Partnerformen dann macht und sich dann einfach willkürlich bewegt und dann nicht fühlt oder spürt, was der Gegenüber macht und da auch nicht beobachtet, dann kann es halt dann sehr schnell passieren, dass man einen Gegenangriff bekommt und dann sozusagen eine kleine Merkhilfe geschenkt bekommt. Also kurz gesagt, du bist hundertprozentig anwesend in deinem Körper, aber auch mental zu 100% ohne irgendwelche Ablenkungen. Und das konnte ich dann auch super auf meinen Alltag mit integrieren, im Garten, bei meinem Videoschnitt oder sonst, wenn ich irgendwas online für mein Projekt gestalte, dass ich mich da nicht irgendwie durch irgendwas ablenken lasse, dass ich auch mal das Handy weglege, Flugmodus rein und mich einfach niemand stören soll, mich soll niemand anrufen, anschreiben, sondern dass ich halt einfach im Flow zum Beispiel Texte schreibe, mein Buch weiterschreibe und so weiter. Ist halt wie eine Meditation, nur nicht im Sitzen, sondern halt in anderen Tätigkeiten. Auch hat sich meine Körpersensorik um einiges verbessert und mein Körper geht immer weiter in Richtung natürliche Bewegungen. Ich merke es zum Beispiel, wenn ich lange sitze und das dann auch irgendwie mit dem Rücken gebeugt, wie man es halt kennt, zum Beispiel im Büro, dass ich dann sehr schnell merke, schon nach einer halben Stunde, dass mein Rücken schmerzt, und wenn die Schulter zu hoch gezogen sind, dann zieht es einfach nach oben. Also das merke ich auch dann bei meinen Tai-Chi-Bewegungen, wenn ich dann den Arm zu weit nach oben habe oder die Schulter zu weit nach hinten gezogen ist, der Rücken irgendwie zusammengekniffen ist, dann fließt da nicht richtig die Energie. Man kann den Hebel nicht ausnutzen und kann dann zum Beispiel auch nicht richtig drücken, ziehen oder sonst irgendwas machen. Besonders im Alltag merkt man das dann auch, wenn man sich unnatürlich bewegt und die Energie zum Beispiel irgendwo in einem Gelenk staut oder irgendwo Verspannungen dadurch entstehen, weil man sich unnatürlich bewegt, dass der Körper sich dann recht schnell meldet und sagt, hey, beweg dich mal anders, stell dich mal anders hin. Das ist ziemlich unbequem, so möchte ich mich eigentlich gar nicht bewegen. Darunter gehört auch zum Beispiel das Barfußlaufen, was unsere natürliche Laufart ist. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, werde ich oben auch verlinken, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung kann man sich auch gerne anschauen, warum zum Beispiel der Fersengang nicht unsere natürliche Art ist, wie wir laufen, sondern anerzogen worden, sondern der Ballengang. Zusätzlich lerne ich auch immer mehr den Körper als eine Einheit zu sehen. Das heißt, wenn meine Hüfte sich nach links dreht, dann geht halt die Hand auch mit und die Hand bewegt sich dann zum Beispiel nicht von sich selber, hilft mir auch zum Beispiel sehr bei der Gartenarbeit. So habe ich zum Beispiel ohne einen Gartenkurs zum Sensen je Besuch zu haben, kann ich schon sensen, weil ich einfach das Prinzip vom Tai Chi mit anwende, dass ich halt immer aus der Hüfte ziehe und nicht aus der puren Kraft, aus den Armen das zum Beispiel mache. Und wenn der Körper als eine Einheit betrachtet wird, dann lernt man auch irgendwann in mehreren Körperteilen oder Körperregionen gleichzeitig anwesend zu sein. Zum Beispiel, wenn meine Hände kribbeln, dann weiß ich, dass ich dort anwesend bin. Und das Gleiche kann ich dann auch machen, wenn ich dann gleichzeitig einen Schritt mache oder mich bewege mit der Hüfte, dass ich halt an mehreren Punkten gleichzeitig bin, da meine Wahrnehmung habe und da auch hier diesen Energiefluss zum Beispiel richtig stark spüre. Das kann jeder eigentlich jetzt für sich selbst testen, indem man zum Beispiel seine Hände nimmt und hier komplett seinen Fokus drauf legt. Focusing. Dass man halt anwesend in den Händen ist und dann merkt man halt, dass hier durch die Energie die Hände leicht anfangen zu kribbeln, sich eine leichte Wärme entsteht und das kann man dann immer weiter ausweiten über den ganzen Arm hinweg, dann die Füße und so weiter. Also kann man dann ruhig mal selbst ausprobieren und die Erfahrungen machen. Dann kommen wir zu den gesundheitlichen Aspekten und hier auch, weil wir bei der natürlichen Körperbewegung bzw. Körperhaltung waren, die natürliche Atmung. Das ist halt die Zwerchfell- bzw. die tiefe Bauchatmung und die kultiviert man automatisch, wenn man Tai Chi macht, weil darauf beruhen zum Beispiel die Qigong-Übungen, dass man halt tief übers Zwerchfell einatmet und hier dann den Körper komplett mit Sauerstoff versorgt. Die Organe, das Hirn, die Muskeln werden einfach viel besser mit Sauerstoff versorgt. Da ist man auch aktiver und auch wacher und diese Atmung ist auch einfach ruhiger und energiesparsamer, als wenn man zum Beispiel flach über die Brust einatmet, wie es die meisten machen. Da ist auch das Problem, dass halt sehr viele an Übergewicht zum Beispiel leiden. Wird ja in unserer Gesellschaft immer mehr und da hat man wegen der Wampe, sage ich mal, immer weniger die Möglichkeiten, beziehungsweise es wird behindert, dass man hier tief über den Bauch einatmet, weil das Zwerchfell ein bisschen eingequetscht ist. Wie bereits erwähnt, ist es eine sehr ruhige Atmung mit Qigong-Übungen, wie zum Beispiel den 8 Prokraten oder den 20 Dao-Übungen, kann man hier wunderbar Stress abbauen, man kommt runter, ist in einem meditativen Zustand und man kann auch hier zum Beispiel Schmerz gut
beziehungsweise besser einstecken beziehungsweise auch wegatmen. Menschen schätzen Tai Chi aufgrund dieser entspannenden, meditativen und ruhigen Qualitäten. Allerdings kann man das noch mal weiter ausbauen und hier auch seine Fitness mehr aufbauen und auch in Richtung akrobatisch gehen. Also als Beispiel kann man auch zum Beispiel in der Tai Chi Form viel mehr in die Knie gehen, weiter nach unten, längere Ausfallschritte machen und dann merkt man halt, dass der Körper dann noch mal zusätzlich weiter gedehnt werden müsste, hier noch mal trainiert wird. Flexibilität, Kraft, Gleichgewicht sind, muss dann alles nochmal zusätzlich mit aufgebaut und koordiniert werden. Das kann man dann als richtig hartes Training auch sehen, wo man dann körperlich zusätzlich wächst. Diesen akrobatischen Bewegungen kann man den Körper noch wunderbar entgiften. Blutkreislauf und die Lymphe werden mit angeregt und viel mehr Sauerstoff kommt nochmal in den Organismus mit rein. Das ganze Tai Chi Paket, was ich euch gerade erzählt habe, hat nochmal zusätzlich dazu geführt, dass ich halt selbstbewusster geworden bin, dass ich auch eine Klarheit habe, in welche Richtung mein Leben gehen soll, also auch hier meine Ziele zielstrebig angehen. Und ich habe auch ein Gespür bekommen, wann ich halt Vollgas geben kann. Okay, Vollgas! Und wann der Körper sagt, du hast jetzt genug, zu viel Yang-Energie verbraucht, ich brauche jetzt eine Entspannung und Erholungsphase. Beispielsweise, wenn ich mal in der Nacht zu lange wach war, wieder Videos geschnitten habe und dann zu wenig Schlaf bekommen habe, dann, wie gesagt, habe ich ein Video auch zum Schlaf gemacht, habe ich auch deutlich gemacht, dann kann man mich sozusagen wegwerfen, da holt sich der Körper einfach den Schlaf, ich nehme ja keinen Kaffee oder sonstige Aufputschmittel, dann sagt der Körper, ich brauche Erholung, dann braucht er halt die Erholung. Abschließend kann ich nur jedem empfehlen, sich mal mit der Kampfkunst zu beschäftigen und auch eine nachzugehen, hier aber auch wieder wichtig dabei zu beachten, welche Ziele man verfolgen möchte. Es gibt halt Kampfkunst oder auch Kampfsport, wo man halt dann schneller bereit ist zum Kampf oder auch sowas wie Tai Chi, wo man etwas länger braucht, wo man halt erstmal das alles im Innen kultiviert und dann ins Außen übertragen möchte. Also das Angebot ist groß, am besten ihr probiert einfach mal quer mal ein paar Sachen aus und schnuppert erstmal in die einzelnen Kampfkünste und Kampfsportarten mit rein. Tai Chi ist zu einem wichtigen Teil in meinem Leben geworden, hat mir auch bei meiner Rohkostreinigung geholfen. Über die 2000 Tage zum Beispiel hinweg habe ich ein Video dazu gemacht, werde ich auch oben in der Infobeschreibung verlinken, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung, wer so eine kleine Inspiration haben möchte, was mit der Rohkost zum Beispiel auch alles möglich ist. Raus aus der Magersucht, wieder zurück zu einem normalen Körpergewicht, auch hier das Rohkostparadox mit angesprochen. Dazu kann ich dir auch nur einladen, auf meiner Webseite mal vorbeizuschauen, wo ich meine Kurse, meine Coachingsangebote mit anbiete, Ernährungspläne auch und so weiter. Auch hier Informationen zu meiner Telegram-Arbeitsgruppe, wo nochmal zusätzliche Dateien, Infos und auch eine persönliche Betreuung von mir mit dabei ist. Umstellung zu einem gesünderen Leben täglich begleiten kann, unterstützen kann auf deine Fragen hinweg. Da kannst du auch mal gerne vorbeischauen, um in diesem Sinne. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann im nächsten Video zum Thema Permakultur oder auch zur schleimfreien Heilkost bzw. Gesundheit.